Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Ja, bei uns ist heute Sirlot Conté. Sissi, du hast das erste halbe Jahr in der zweiten Liga hinter dir. Wie ist denn so zweite Liga beim SC Paderborn? Zweite Liga in Paderborn ist super. Also die Fans sind toll, Staff ist toll, die Mitspieler sind toll. Und ja, wir haben 26 Punkte geholt. Das ist eigentlich super. Wir haben zwar die letzten Spiele leider nicht so performt, wie wir es wollten, aber jetzt sind wir im Trainingslager, trainieren sehr hart, versuchen wieder da anzuknüpfen, wo wir angefangen haben. Und ja. Wie ich dich fragen würde, der größte Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga ist? In der dritten Liga wird mehr gekämpft als in der zweiten Liga. Und in der zweiten Liga ist halt mehr Raum, würde ich sagen. Jetzt beginnt die Rückrunde Ende Januar. Was hat sich denn Sissi speziell vorgenommen für die Rückrunde in der zweiten Liga? Was ich mir vorgenommen habe, also Gesundheit ist das Wichtigste, also meiner Familie und auch den Mitspielern und dem Staff, und ja, mehr Torvorlagen, Tore, mehr Laufwege, also halt dem Team helfen, erfolgreich sein, ja, das wäre mein Ziel. Du bist ja der schnellste Spieler der zweiten und ersten Liga. Haben sich die Gegner mittlerweile auf dein Spiel so ein bisschen eingestellt, oder wie ist das so in der zweiten Liga jetzt? Oh, also ich denke schon, dass einige Mannschaften wissen, wie schnell ich bin, und sie sich dann etwas tiefer stellen. Also würde ich jetzt sagen, ja. Da musst du dich vielleicht hier und da mal ein bisschen umstellen. Der Trainer sagte mir vorhin, er muss ab und zu mal mehr 1 gegen 1 gehen, mal einen auswackeln. Das würde er sich wünschen für die Rückrunde. Ja, das kriegt er dann. Okay, das war jetzt ein gutes Versprechen. Dankeschön. Gerne, gerne.